Hi, ich bin Lea, 21 Jahre alt und stelle dir heute vor, was ich in meiner Ausbildung zur Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin alles lerne und worauf es dabei ankommt. Bei diesem Beruf geht es noch richtig ums Handwerk. Egal, ob ihr euch später für die Fachrichtung Karosserie- und Instandhaltungstechnik oder Karosserie- und Fahrzeugbautechnik entscheidet, Wartung und Reparatur stehen auf dem täglichen Programm. Ich arbeite mit Blech, Kunststoff und vielen weiteren Materialien. Was ich genau mache, zeige ich dir in diesem Video. Los geht's immer damit, dass ein kaputtes Auto bei uns in der Werkstatt angeliefert wird. Wir müssen wissen, was genau zu machen ist. Deshalb wird der Schaden entweder von einem Gutachter oder unseren Annahmemeistern kalkuliert. Das Gutachten sprechen wir ganz exakt durch und entscheiden, wie wir reparieren müssen. Zusammen mit meinem Ausbilder entscheide ich zum Beispiel, wo wir die beschädigten Blechteile aus der Karosserie heraustrennen können und ob wir noch weitere Ersatzteile bestellen. Bei Unfallfahrzeugen kommt es immer wieder vor, dass sich die Radachsen verschoben haben oder sogar kaputt sind. Um das zu überprüfen, nutze ich die Fahrwerksvermessungsbühne. Wenn die Versicherung die Reparatur freigegeben hat, kann ich die nötigen Ersatzteile bestellen. Die werden dann meistens sehr schnell geliefert. Jetzt fange ich schon einmal an, die defekten Teile vom Auto zu demontieren. Manchmal ist es notwendig, andere Teile abzubauen, um an das beschädigte Einzelteil ranzukommen. Es dauert noch etwas, bis die neuen Teile für das Fahrzeug geliefert werden. Die Zeit nutze ich, um bei einem anderen Auto vorsichtig eine Delle auszubeulen. Später müssen hier noch die Lackierer ran, damit es wie neu aussieht. Teamwork ist bei diesem Beruf generell sehr wichtig, aber natürlich arbeitest du auch alleine und selbstständig. Für Fragen stehen mir meine Kollegen immer zur Seite, ganz besonders natürlich mein Ausbilder. Damit alles in der Ausbildung System und Struktur hat und damit wir nichts vergessen, führe ich täglich mein Berichtsheft. Das wird regelmäßig kontrolliert. Jetzt sind die Ersatzteile eingetroffen. Ich montiere sie direkt, damit ist das Fahrzeug wieder sicher und bereit für die nächsten Fahrten. Was du hierfür mitbringen musst? Du solltest handwerkliches Geschick und Interesse an technischen Zusammenhängen haben. Weil Fahrzeuge aus vielen verschiedenen Bauteilen bestehen, die bei einem Unfall perfekt zusammenarbeiten müssen, ist es wichtig, dass du verantwortungsbewusst bist und einen guten Blick für Form und Materialien hast. Du hast Interesse bekommen? Dann bewirb dich jetzt bei einem Volkswagen Autohaus für eine Ausbildung als Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker und werde dann Volkswagen Original.